gekriegt. Fast immer den Kill, wenn's geht. Ne. Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen bei Povrot TV. Ich bin wie immer euer Povrot und heute habe ich Elias dabei. Hi-ho! Hi-ho! Also, wir haben hier ein Ranked Game und das ist ein ganz besonderes, denn es geht hier nicht mehr darum, dass wir gewinnen und dann in die Promo kommen, sondern das ist das letzte Game unserer Promo. Wir beide haben ein 1-1, also ein 50-50-Verhältnis. Das heißt, wenn wir das jetzt gewinnen, sind wir beide eine Runde weiter. Vollgas heißt es also, wir haben ein tolles Team, die Gegner haben auch ein tolles Team. Ich finde unseren Engage ein bisschen besser, mit Trash und Vi. Und Disengage auch, denn Varus und Xerath können beide ein bisschen poken. Also müssen wir mal schauen. Generell, ja, alle 100%, das kann gleich losgehen. Interessant finde ich auch Darius gegen Renekton. Wenn der Darius hier First Blood kriegt, gehe ich mal davon aus, der packt ihn. Wenn nicht, vielleicht wird das auch einfach nur ein Farmfest. Gucken wir doch dann mal. Und das war Invaden gehen. Invaden, okay, cool. Der liebe Red Start. So, ich brauche nochmal ein Schlückchen zu trinken, sonst die Stimme ein bisschen ölen. Wir können ja trotzdem schauen, ob wir wen wegschnapseln können da. Keiner will invaden, dann brauchen wir es auch nicht. Außer wir invaden da irgendwo ready, ne? So, Xerath in der Mitte, nachdem ich ihn jetzt ein paar Mal in Normals gespielt habe. Ich bin absolut überzeugt, dass er in Ranked spielbar ist. Finde ihn sehr, sehr stark, sehr, sehr toll. Weiß jetzt, was ich mit ihm hochskille, also definitiv hier das Q. Ja, wie sieht's aus? Irgendwas invade? Ich würde hier gerne gleich ein Trinket stellen. Ja. Aber ich brauche ja noch ein bisschen bis Trinket. Gehst du vor? Soll ich gehen? Ja, geh mal jetzt. Okay, danke. Das reicht schon. Ich will ja nur sehen, was die da machen. The world may crumble, but I shall remain. Was ist das hier? Nee, da wollen wir nicht rein, oder? Echt. Okay. Aber wir können Red stealen, auf jeden Fall. Ja. Puh, so Leute, richtig Aufregung. Also ich bin hier richtig unter Strom. Und man muss natürlich aufpassen, dass man dann auch keine Fehler macht. Elias als Trash. Wer die Gameplays kennt, weiß, Elias ist ein Bomben-Trash. So, Kaylee ist jetzt schon mal in der Mitte. Farmt schon mal, pusht dadurch aber natürlich auch ein bisschen. Oh, sie pusht schön. So, und ihr seht schon, ich kann mit Xerath ganz sicher farmen. Setze ab und zu mal mein Auto-Attack. Dadurch habe ich auch meine Passive dann schön aktiv. So, jetzt pusht sie nicht mehr so aggressiv. Hat also bemerkt, dass sie sich hier in eine schlechte Situation bringt. So, beide jetzt Level 3. Vi signalisiert, sie will vorbeikommen. Flash immerhin raus. Ist doch auch schon mal was wert.
Emotions are only distractions. I will be their own doing. Kommt der Lee ins Top oder Mitte? Yes. Oh, schön! Schön, 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 schön und weiß auf dem Weg! Oh, 3 zu 1. 4 zu 1, ja. Der nice. Wichtige Kill in der Toppi. So, wenn ich Blue kriege und weiter so spam kann, dann bin ich guter Dinge. Sie hat ein Farm mehr als ich. Also besser farmen könnte ich hier definitiv. Zumal ich hier auch die Möglichkeit habe, sich hier leicht zu zonen. Also konzentriere dich nochmal ein bisschen vor Ort. So. Vielleicht verpasst sie jetzt wenigstens diesen CS hier. Ah, sieht leider nicht so aus. Oh, sie geht jetzt back. Kaylee ist back. Dann versuche ich hier nochmal... Versuche ich hier nochmal eine Ecke Flutter zu pushen. Und ich habe meine Ulti. Ich habe meine Ulti. Papa hat seine Ulti. Kann aber hier nicht... Kann aber hier nirgendwo jetzt rein. Ich muss erstmal meinen Kelch holen, meinen kleinen Kelch. Schon mal Schuhe und noch einen Trank. Ich hole mir einfach noch einen Trank. Ich gehe davon aus, ich kriege gleich Blue. 4 zu 1, das ist klasse. Wie sieht's vom Farm aus? Kaylee hat bei den Gegnern am meisten Farm gegen mich. Aber ich habe ein bisschen mehr Farm und ich habe am meisten Farm bei uns. Also Leute, der Puls ist immer noch richtig, richtig hoch. Das ist My Way to Gold. Könnt ihr jetzt wirklich zum finalen Game jetzt hier kommen? Und bitte, 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 ich will das hier unbedingt gewinnen. Come on. So, ich brauche Blue. Wann spawnt er? Der Darius macht's gut. Macht er gut? Ja. Der geht auf Tank. Powerbrot braucht Blue! Wann spawnt er denn? Achso, sie hat ja bei Red gestartet. Ja. Das heißt aber der. Was? Ihr habt schon den Tower? DC. Aber der kommt bestimmt gleich wieder, oder? Hey, was ist da los? Der läuft irgendwie noch, obwohl er DC hat? Oh mein Gott! Sowas darf jetzt hier nicht passieren, ey. Nie im Leben, ey. Der muss sofort wieder zurück sein. Bitte, bitte, bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Der bewegt sich nicht.
Oh mein Gott, er bewegt sich nicht. Oh mein Gott, das muss natürlich in so einem spannenden Game passieren. Komm zurück, mein Junge, komm zurück. Oder hat Mama dir den Strom ausgedreht oder was? Oh mein Gott, ey, du kannst es bestimmt ein, zwei Minuten selber halten, aber dann wird's schwer, ja, ja, oder? Ja, die haben jetzt auf jeden Fall Free Drake eigentlich. Aber den machen sie noch nicht. Ach doch, jetzt machen sie den, oder was? Ah ne, sie hat da ihr Vision-Ding gestellt. Okay. Okay. Leute, 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 wo bist du, Junge? PC überhitzt oder was? Ach Mann. Das ist ein entscheidendes Spiel. Definitiv noch nicht verloren. Okay, Kaylee geht jetzt zum Drake. Nee, doch nicht. Oh, jetzt ist Annie hier. Ah, nee, das ist Dings. Ich wollte gerade sagen, das ist hier. Ich dachte, jetzt boomen sie sogar schon. Ey, Varus, komm back, Junge! Ja! Dieser Ruf nach Hilfe! Komm schon! Sei. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, ich dreh hier richtig durch, ne? Aber so richtig durch. Wie weit ist denn der Varus jetzt behind? Er ist Level 5 und Corki 7. Und er hat... Oh, er hat jetzt wesentlich weniger Farm, okay. Und Vi will gleich wieder helfen. Ach, ihr hattet ja den Tower schon. Nice. Ich dreh durch. Aber wir gewinnen Bot trotzdem. Ich bin so... Junge, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Herzschlag ist abartig, Alter. Boah. Oder bist du die Ruhe selbst? Klar. Klar. Bot dreht richtig durch. My way to gold. Könnte jetzt zum finalen Stich kommen. Und... Sie doch da. Ob ich da bin? Die Kayle. Ich bin in Oma gefallen. Okay. Kayle ist noch da. Jetzt kommt ihr hier ran, oder was? Ja, Tower Push. Wir gewinnen das. Was hat denn der Bar, was eigentlich? Was hat's passiert? Also nicht mal ein Kill. Ich hab zwei. Carries, ja. Kell doch Ulti? Weiß ich nicht. Ich habe mich auf was ganz anderes konzentriert. Ey. So, genau, Blue für mich, das ist gut. Papa muss spammen.
denn eigentlich aus Darius gegen Remington? Darius hat mehr Kills und hat jetzt den Tower. Wuhu! OP-Moves! OP-Moves mit dem Stun und so weiter! Oh yeah! Das geht doch ab hier! Höchste Anspannung bei Pomro TV! Und mit einem kranken Elias! Oh yeah, come on! Xerath's Rage. Oops. Oh yeah, wer hat am meisten Farm in the game? Daddy! Xerath ist so süß wie eine Maschine, Alter. Haha, mit Blue! Wir können hier permanent spammen, Alter. Und wieder eine ganze Minion Wave weg. Und immer wieder drücke, hallo. So, also vorsichtig muss man schon noch sein, nicht overextenden, immer genug natürlich warden. Ich glaube der Lee und so kommt Mitte, ja. Feiert ihre Ulti? Perfekt. Ha! Der Auto-Attack. Geilo. So, dann geht Papa mal zurück mit 2,3k Money. Money in the Bank. Okay, also das haben wir. Jetzt verkaufe ich das hier, kaufe mir dafür das hier und jetzt geht's los hier. So, Xerath ist auf dem Weg. Mike cleared aber auch entsprechend schnell. Oh, kann sein, dass sie jetzt zu euch kommen. Mein Ulti reicht schon. Oh! Was? Die lebt doch! No! Good job. Und Darius macht echt weiter geilo sein Ding da. Also das, wo ich mir genau unsicher war, kann ein Darius gegen einen Renekton gut bestehen? Der scheint hier zu beweisen, dass das kann. So, kommt schon, Leute, dieser Sieg und Papa ist Goldie! Goldie! Goldie, woran erinnert mich das? An Sin City, oh yeah. Wer es gesehen hat, Goldie sollte euch ein Begriff sein. Hast du es gesehen? Was? Sin City? Sin City. Nee. Toller Film. Einer meiner Lieblingsfilme, richtig cool. Was geht's denn da?
Das ist so ein bisschen im Comic-Style gemacht. So, musst du dir aber anschauen, das ist echt cool. Cooler Underground-Atmosphäre. Oh, nächster Train. Oh, da geht's schon weiter. Ich glaube, ja, wir können fighten, ne? Ich hab 4-1, ne? Varus hat 0-5, ey. Gekriegt. Lass ihn mal den Kill, wenn's geht. Ne! Double Kick Seraph! Oh mein Gott, Leute, ich bin so durch! Varus ist der Supporter. Varus ist der Supporter. Du kennst ihn. Alter! Oh! Ne, wenn Darius den kriegt, ne, dann glaube ich das nicht. Oh, close. Und er hat Barriere gezündet dafür. Nice. Das ist so krass in diesem Wirbel drin. Macht das Ganze später fast 1000 Schaden. Ey. Nee, das nicht. Hat mich auch gewundert, dass das gerade getroffen hat. Aber ich würde sagen, das liegt an Puffrotopie! Einfach für Xerath so OP, ey, der kann spam wie verrückt. Guck, der ist an 175 Farm. What the heck, ey, das geht ja richtig ab. So, wir kommen jetzt aber. Backup ist unterwegs, ne? Thanks for the lantern! Oh! Oh, Elias im Alleingang! Oh, der nimmt echt noch den ADC mit! So, jetzt kann ich hier. Alter, das sieht extrem gut aus. Ich meine, so 100 pro gewonnen ist es noch nicht. Aber insgesamt schon. Alter, dieser Darius, ey. Schöpfelin, Schöpfelin. Oh, er hat keine Escape Move. Macht ihm das jetzt zu schaffen? Nein, er kommt trotzdem weg. Krass, er hat Dings gebaut, Last Whisper, interessant. Kann man wohl machen. Der Varus stirbt. Ja.
Schöner Flash. Ich bin da. Okay. Und gerade, das war noch Solari. Das ist, glaube ich, noch gestorben. Oh! Jetzt können wir weg. Boom! Hohoho! Alter! Ey, dieses Spiel ist eine richtige Krönung! Eine richtige okay. Krönung für den Final Way to Gold! Frau Pavrotti! Ein mächtiger Xerath! Oh yeah! Ein toller Support. Richtig! Ah, wir werden auf jeden Fall noch weiter spielen, bis wir nicht zu Gold kommen. Just done, baby! Eingesetzt. Andy feedet einfach nur noch. Lol, 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 lol. Und wieder. Woohoo, Snowball! Das macht Spaß! Snowball im Rank! Keine da. Alter! Alto Belly! Ey, entweder die surrendern jetzt oder ich glaube, die kriegen kein Surrender hin. Deshalb. Und Varus! Varus war gar nicht da! Ey Junge, was für ein geiles Spiel! Erstmal der kurze DC von Varus. Und jetzt scheint das Ganze leicht zu laufen. Leute, surrendert einfach. Mir ist das egal. Ich will einfach jetzt Gold sein. Das erste Mal in meinem Leben! Dieser unglaubliche Moment. Oh, Varus braucht Hilfe? Ja, jetzt ist er drin. Alter! Ja, okay, aber so, nächster Break für uns. Ulti Level 3. Ey, das geht so ab, ey, das geht so dreckig ab und vor allem ist es gerade so emotional für mich, weil es so ein wichtiges, entscheidendes Spiel ist. Der Varus rennt nicht. Nur 7 als ADC oder Support 7 da. Der Varus ist Supporter. Elias carried. So, bei ihm laufen werden die noch tot getroffen. Guck dir das an, ey. Junge, die versuchen irgendwas und die klappt so gar nicht! Das Snipe. Diese Ulti. Snippel die einfach mit weg. Such dir wen aus und snippel ihn weg. Alter. Oh, herrlich. Jetzt hat er sein Kill bekommen. Oh.
For real? Snowball! Ey, das können wir doch nicht mehr throwen, oder? Jetzt mal ohne Witz. Hopp, Double Kill! Ah nee, hat nie mehr gereicht! Sollte GG sein. Das glaube ich, Chef. Das glaube ich auch. Hier wird überall wie verrückt geflasht. Oh, sie leben jetzt alle. Oh, oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht alle geaced werden. Go, gestunt, Bock und weg und weg und weg. Also, wir müssen noch einen letzten finalen, Fight hier, sag mal. Oh yeah, Elias ist gut drauf wie immer. I like. Und jetzt müssen die Gegner, ja, doch, nee, ein Inhib, das können die wohl noch deffen. So, jetzt habe ich noch Stundenglas und fürs Finale hole ich mir jetzt einfach nochmal den großen Stab. Einfach noch mehr AP, 679 AP, Ulti 600 Schaden. Guckt es euch einfach an, Wahnsinn. Ey, dieses... Ich habe mir noch ein bisschen Leiste geholt. Guck mal, Elias. Geil. So, ja, Baron können wir easy machen und dann das Ganze beenden und dann, ja, führe ich hier, glaube ich, ein kleines Siegertänzchen auf. Zum Glück habe ich Hosen an, habe ich ja manchmal nicht, wenn ich zu finden. Hallo, Baron Bafupi, jetzt geht's los. Was heißt hier, jetzt geht's los? Jetzt wird beendet. Einmal gestorben. Ein prächtiges Ranked. Und wie viel Kills hat der Darius? Ach, die Kill. Das ist auch schon gut. Alter! Alter! Und! Pavrotti ist Gold! Danke dir, Elias! Geiles Spiel, Xerath Mitte! Läuft, Baby! Läuft! Ciao, ciao! Ich bin euer Pavrot, Goldspieler!